Ich habe das ja schon mal gemacht vor 8, 9 Jahren und damals habe ich es mehr oder weniger gewonnen. Das war schon eine geile Zeit und ich habe mir gedacht, so eine Geschichte wie heute muss man unbedingt unterstützen. Das, was in der Ukraine passiert, geht gar nicht. Und ich finde die Aktion von RWO und RWE Seite an Seite mit dieser Geschichte hammermäßig und extrem wichtig. Und deswegen unterstütze ich das aus vollem Herzen. Ja, wir sind ja heute Spieltagssponsor beim Derby und was soll ich sagen? Wahnsinnsstimmung, so viel Energie im Stadion, natürlich mit dem 1-0, wir liegen vorne. Und das sind natürlich so Momente, die wir uns als Energieversorgung Oberhausen wünschen. Also genau das, Energie, Menschen zusammenzubringen, Teil dieser Stadt zu werden. Man sieht es an dem Branding, wir haben als Hauptsponsor das ein bisschen angepasst in unseren neuen Farben. Und ich glaube, jeder, der heute den Uhrenturm im Blick hat mit wir lieben Oberhausen und diesem Gefühl wird spüren, was die EVO für diese Stadt sein wird. Wir haben ein richtig geiles Spiel gesehen vor geilen Fans. Ne? Unsere Fans, das hört man, haben uns super angefeuert. Schade, dass wir den Lucky Punch nicht hatten. Erste Halbzeit hatten wir ein bisschen Glück. Aber in so einem Spiel brauchst du Glück. Gehst dann vor der Halbzeit in Führung, was psychologisch wichtig ist. Und ich denke, dann zweite Halbzeit haben wir es gut gemacht. Und schade, dass wir dann noch die drei Dinger, die wir hatten, dann nicht 1-0 ausgenutzt hatten. Der Kreier, wo er alleine durchläuft, der Schuss, der Kopfball von Hüseyin Bulut. Ja, schade auch mit dem Tor, das war vorher angesagt, wo die Bälle hinkommen. Aber unter Druck ist natürlich schwer, dann auch dran zu denken. Danke.